Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berit fragt Andrea. Ich bin Berit und ich freue mich, dass ich wieder einige Fragen an Andrea Sauvigné stellen darf. Andrea ist Heilpraktikerin, Chemikerin und eine Expertin auf dem Gebiet der ätherischen Öle. Liebe Andrea, es freut mich, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst. Ja, ich freue mich auch sehr, Berit, und wir haben ja wirklich ein spannendes Thema heute. Ja, unser Thema ist in dieser Folge die Goldene Sieben. Und da komme ich doch mal gleich zu meiner ersten Frage. Was hat dich dazu inspiriert, die Goldene Sieben zu entwickeln? Und wie hast du die Auswahl dieser sieben ätherischen Öle getroffen? Ja, also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen auf die vergangenen Jahre, diese 10 Jahre, diese unseligen. Und ich hatte da als einzige Lehrerin in meinem Kollegium ungeimpft, weil ich einfach zu viel Hintergrundwissen hatte und da so ganz, ganz große Fragen bei mir entstanden sind, sagt er, da stimmt was nicht an der ganzen Sache. Da habe ich dann auch ohne Maske, weil ich die Maske nicht vertragen habe. Ich habe da schwerste Migräne bekommen, also wirklich fast aus den Socken gekippt, auch schon nach ein paar Minuten Maske im Gesicht. Habe mich dann immer gewundert, wie andere das stundenlang aushalten. Und auch bei den Kindern gesehen natürlich, dass die sich gar nicht mehr konzentrieren konnten wegen der mangelnden Sauerstoffversorgung. Also bei mir war es einfach nicht möglich. Hatte dann auch ein entsprechendes Attest. Und dadurch hatte ich, ich habe dann, nachdem man wieder Sport machen durfte, es gab ja auch eine Phase, wo man gar nicht unterrichten durften und dann Sport nur begrenzt. Aber wo das wieder alles so eingesetzt hat, natürlich dann auch die Kinder direkt nach diesen Peaks dann, ich mag es gar nicht Impfung nennen, hatte ich die Kinder direkt im Unterricht und es war ja dann auch relativ schnell klar, dass nach den Peaks die Spike-Proteine, die ja zur Prävention eigentlich gedacht waren, ausgeschieden werden und ich habe die dann voll abbekommen. Ich habe auch in der Praxis mich geweigert zu unterscheiden zwischen geimpft und nicht geimpft und habe dann eben den Vollkontakt gehabt mit den Menschen. Und es war auch dann relativ schnell klar, dass diese Spike-Proteine eben ausgeschieden werden über Atemluft, über Urin, über Körperschweiß, über alle Körperflüssigkeiten. Und dass das ganz große Probleme macht. Also bei mir hat sich das gezeigt in ganz schlimme Kopfschmerzen hier hinten hoch. Das sind in der Regel so im Nacken die Vergiftungskopfschmerzen. Die kannte ich von früher, von meinen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich hatte eine unglaubliche Müdigkeit. Also nach dem Unterricht, im Sportunterricht ist man ja im Vollkontakt mit den Kindern oder nach einer Behandlung, dass ich da eigentlich mich ganz dringend hinlegen musste, fast Sternchen gesehen habe, so müde. Und dann noch viel schlimmer, dass meine Hände praktisch bis da nach oben taub geworden sind, wenn ich eben jemanden behandelt habe, der sich nicht hat erwehren können dieser Behandlungsmethode. Und dann habe ich nach oben gefragt, weil ich eine sehr starke geistige Bindung habe, also in mein geistiges Führungsteam. Und dann haben die gesagt, ja, nimm mal ätherische Öle, du hast ja genügend. Und dann habe ich schon lachen müssen, weil ich habe ungefähr 150 oder 160 verschiedene ätherische Öle und Mischungen da. Und dann habe ich nur so gesagt, kleiner Spaß, welche denn? Und dann haben sie mir 7 Öle genannt. Und das ist schon mal sehr spannend, warum das genau 7 sind. Also eine liebe Freundin von mir, die Hanne Bogosian, die hat dann auch noch den Namen dazu entwickelt, nämlich die Goldene 7. Und diese 7 ist in der Numerologie hochspannend. Ne? Also wenn man die 3 anguckt, dann ist das 1, ist das Ich bin, das 2 ist Du. Und diese Polarität, die erkennt man erst aus der dritten höheren Position, dass die beiden eigentlich zusammengehören. Deswegen ist die 3 in fast allen Religionen eine heilige Zahl. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist oder wo auch immer. Und dann haben wir dieses vierte, was dazu kommt, das bringt das Ganze auf die Erde. Das ist sozusagen dann das Quadrat oder das Tetraeder. Und in
indem dass das irdisch wird, oder in der 4 kann dann die 3 auf die Erde kommen. Und deswegen ist es 3 plus 4, eben die 7. Und die 7 haben wir in ganz, ganz vielen Sachen drin, wo wir so einen vollendeten Zyklus haben. Also 7 Arme der Minora, 7 Tage Woche, 7 Planeten, die man damals kannte, und so weiter. Und deswegen ist diese 7 eben auch sehr spannend, weil die etwas Göttliches auf die Erde bringt. Und meiner Meinung nach ist die goldene 7 die Antwort aus der geistigen Welt auf diese unselige Sachen, die da in den 10 Jahren gelaufen sind. Da mag man stehen dazu, wie auch immer man möchte. Ja? Und jetzt muss man mal ansetzen, diesen Versuch, das Immunsystem zu beeinflussen durch Messenger-RNA und dann dauerhaft das Immunsystem zu stärken, das läuft schon seit 25 Jahren oder länger sogar. Und die gesamten Tierpopulationen, an denen das ausprobiert wurde, die sind verstorben. Und das zeigt sich jetzt ja auch in dieser außerordentlich hohen Sterberate, mit der wir da konfrontiert sind. Und diese Messenger-RNA, die bleibt nicht an einer Einspritzstelle stecken, sondern stehen, also zum Beispiel am Oberarm, sondern das verteilt sich im ganzen Körper. Und die Problematik ist, dass es, oder sagen wir mal so, die Evolution hat in der Natur etwas eingerichtet, dass wenn unsere DNA abgelesen wird, dann entsteht da eine Messenger-RNA oder eine Transfer-RNA, aus der dann praktisch Eiweiße, Hormone, Enzyme und sonstige Dinge abgelesen werden und produziert werden in der Zelle. Und jetzt hat, also das ist die riesengroße Autobahn, wo alles sozusagen langrast. Und dann gibt es so einen ganz kleinen Weg zurück. Und zwar in jeder Zelle gibt es ein Enzym, das heißt reverse Transkriptase. Und dieses Enzym schneidet die Messenger-RNA wieder zurück ein in die DNA. Und dadurch haben wir sozusagen in der Evolution ein Einverleiben von solchen Dingen, sodass wir uns auch anpassen können oder Veränderungen stattfinden können, die sonst nicht so gezielt stattfinden könnte. Ja? Also zum Beispiel von der Pest weiß man das, dass von den Yersinien, die da die Pest ausgelöst haben, bei den allermeisten Menschen, die im Mittelalter oder die von den Menschen abstammen, die im Mittelalter die große Pest überlebt haben, dass da eben jetzt Bruchstücke in der DNA kodiert sind und wir sozusagen gar nicht mehr so anfällig sind auf die Pest wie damals. Ja? Das ist ein toller Mechanismus und jetzt haben wir aber diese Herausforderung durch diese Piekse, dass diese Messenger-RNA selbstverständlich im Genom landet. Selbstverständlich. Und das hätte man wissen können, ja. Jetzt haben wir also eine ständige Produktion dieser Spike-Proteine. Und die Spike-Proteine sind körperfremd. Das heißt, sie sind giftig für uns, die wir sie jetzt ständig bilden oder die wir sie von außen bekommen. Ja. Der Dr. Klinghardt, der sagt, mittlerweile ist es ubiquitär, also es kommt überall vor, in der Atemluft, im Trinkwasser, überall sind diese Spike-Proteine drin, weil wir ja auch die Millionen von Ausscheidern haben. Ja, da hat man auch die Impfbestimmung geändert, weil jetzt darf man also solche Sachen auch ausscheiden und das ist, hat nicht zur Folge, dass man sofort stoppt, gell? Was man schon mal sehr in Frage stellen könnte. Also, und jetzt war dann die Frage, wie kann man denn verhindern, dass die Messenger-RNA in das Genom hineinkommt? Also brauchen wir irgendetwas, was dieses Enzym, das das reinschneidet, blockiert. Also was blockiert die reverse Transkriptase? Und da gibt es interessanterweise in den Nadelölen eine Substanz, das Soramin, und das blockiert das genau. Ja, und das ist sehr interessant. Und jetzt habe ich dann praktisch geguckt, welche Nadelöle sind denn so bekömmlich, dass man die auch essen und trinken kann oder eben auf die Haut auftragen mit dem fetten Öl. Da sind die Füße besonders geeignet oder auch die Hände.
sodass das in den Blutstrom kommt und von dem Blutstrom dann an die Zellen hingetragen wird und dann eben dieses Einschreiben der Messenger-RNA bei allen weiteren Pieksen dann verhindert. Gell? Und das muss man an der Stelle auch sagen. Das weiß ich von einer Patientin von mir, die bei einer Zulieferer von BioNTech und Pfizer gearbeitet hat. Und die sagt, alle Impfungen sind mittlerweile umgestellt auf die Messenger-RNA-Methode. Ne? Das wird nur nicht kommuniziert. Also Grippeimpfung auf jeden Fall. Gürtelrose-Impfung ist ja dann sowieso eigentlich eine Bekämpfung der Nebenwirkung, weil eine Gürtelrose kommt nur, wenn das Immunsystem zusammenbricht und so weiter. Ja, also man muss da sehr aufpassen und es ist dann eben äußerst hilfreich, wenn man diese beiden Nadelöle, die hier drin sind in der goldenen Sieben, also es war die Anweisung aus der geistigen Welt und ich, die ich Naturwissenschaftlerin bin, ich gucke dann natürlich, was gibt es für wissenschaftliche Studien, die das bestätigen und die eine Wirkung erahnen lassen, wo kommt denn das her? Und das Black Spruce, also die Schwarzfichte und die sibirische Föhr, Siberian Föhr, die sibirische Tanne, die beiden kann man also essen und trinken. Da gibt es die entsprechenden Zulassungen. In Deutschland ist es mit der Black Spruce schwierig oder in der EU, aber die FDA hat die Black Spruce für die innerliche Einnahme zugelassen. Und so, dass wir da das Soramin haben, so dass wir diese reverse Transkriptase blockieren können. Dann haben wir noch drin Lemon, Teebaumöl, die Geranie, die Rosengeranie und das Zimt. Und zusammen mit den beiden Nadelölen sind wir dann bei sechs Ölen und die blockieren Rezeptoren, an die Spike-Proteine andocken. Und die nennt man ACE2-Rezeptoren. Die sind generell eigentlich auch ein Enzym, was im Blut schwimmt, aber eben auch teilweise eingebaut in die Zellmembranen. Und wenn da was andockt, dann reagieren die mit Änderung des Blutdrucks. Ja? Und deswegen haben wir diese ACE2-Rezeptoren in allen Geweben, die irgendwas mit dem Blutdruck zu tun haben. Also Lunge. Und da war ja diese Theorie, dass eben das Covid-19 da an diese ECE2-Rezeptoren andockt und dann in den Körper hineinkommt. Also Idee, wir machen mal die Spike-Proteine, dass der Körper schon die Antikörper dafür gebildet hat. Dann haben wir das im Herz, wir haben in der Niere, in den Gefäßen und im Stammhirn. Und da haben wir also jetzt diese ACE2-Rezeptoren, an die die Spike-Proteine auch andocken können, also diese künstlich kreierten. Da haben sie jetzt natürlich den entsprechenden fatalen Effekt. Und deswegen haben wir auch so ungewöhnliche Gefäßerkrankungen, ungewöhnliche Nierenerkrankungen, ganz, ganz viele Herzinfarkte und plötzlichen Herztod. Wir haben einen exorbitanten Anstieg in der Demenz und alle Gehirnerkrankungen und eben auch in was hat noch vergessen? Die Gefäße, ja, also in Richtung Thrombose und solche Sachen. Und das ist jetzt etwas, was sehr sinnvoll ist, wenn man das blockiert, weil man dann diese Probleme etwas unterbinden können. Und bei mir in der Praxis nehmen das ganz, ganz viele Patienten auch, die sich des Piekses nicht erwehren konnten, auch des zweiten und dritten nicht, weil man muss einfach wissen, natürlich mit jedem Mal mehr wird der Effekt im Körper verstärkt und die Probleme, die als Nebenwirkungen dann kommen, eben auch. Und was nicht im Bewusstsein der Menschen angekommen ist, ist, dass dadurch, dass diese Messenger-RNA durch die reverse Transkriptase in das Genom eingebunden wird, wird man dann diese Spike-Proteine lebenslang immer wieder tagtäglich bilden. Das kann man nicht unterbinden. Und ich wundere mich dann etwas immer über diese Ausleitungskongresse, weil man kann natürlich schon ausleiten, aber es ist so, wie ich es ausleite, wird es hinten praktisch wieder gebildet. Also muss ich im Endeffekt eher mal gucken, dass das Andocken an die Rezeptoren unterbunden wird im Körper.
Und dass ich dann eben zum Beispiel irgendwelche Maßnahmen, da sind wir aber alle im Neuland, wie wir zum Beispiel Gene wieder ausschalten können. Da kennt man ein Enzym, das heißt SAM, und da kann man methylieren. Also würde man mit Nahrungsergänzungen, die per se viele Methylgruppen bringen, wie zum Beispiel MSM, könnte das sein, dass die Intelligenz des Körpers ausreicht, um solche Gene, die für uns eigentlich extremst schädlich sind, wieder in die Schleife zu legen, und dadurch, dass sie dann praktisch im Kringel sind und abgebunden sind, können sie nicht abgelesen werden. Ne? Das ist also ein Mechanismus, den es in der Natur gibt. Auch die Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA, die wirken entzündungshemmend, die könnte man vermehrt nehmen. Und da gibt es schon ein paar Ideen, was man machen kann, aber das muss dann auch klar sein. Wenn ich mich des Piekses oder mehrere Piekse nicht habe erwehren können, dann muss ich das lebenslang machen. Ja, und da helfen eben die sechs Öle und das siebte Öl, das Kardamom. Das Kardamom ist ein ganz weiches, umhüllendes, einbindendes Prinzip, und das ist eines der super Gewürze, die aus Indien kommen. Ich liebe auch dieses Gewürz, das schmeckt ganz toll, und es macht die ganze Sache rund und hilft auch der Verdauung. Und so haben wir natürlich auch für jedes Einzelöl eine ganz starke Wirkung, gell? Und Berit, wir haben ja schon darüber geredet, dass wir vielleicht für die Einzelöle auch nochmal Signaturen machen, dass man sagt, also die Einzelöle haben insgesamt für das Immunsystem und in dem Körper in alle möglichen Richtungen fantastische Wirkung. Also Lemon wirkt ausleitend und entgiftend, Teebaumöl wirkt gegen Pilzinfektionen und also gegen Insekten, und der Zimt ist insgesamt erwärmend und regt den Blutdurchfluss an und vieles andere mehr. Also wir haben hier etwas aus der geistigen Welt geschenkt bekommen. Und natürlich, wenn ich die zusammenmische, da hast du ja auch ein tolles Video gemacht, Berit, gell? Und das werden wir auch auf der Vereinswebseite verankern, also nicht hier auf YouTube, sondern in der Vereinswebseite. Da könnt ihr dann das sehen, wie man das zusammenmischt im Verhältnis 1:1, diese Öle. Und dann ist noch, kam aus der geistigen Welt, die Reihenfolge der Zusammenmischung ist egal. Das ist spannend, weil meistens ist es nicht ganz egal, in welcher Reihenfolge man das mischt. Aber da haben sie gesagt, das ist in dem Fall egal. Kann man also nacheinander machen, so wie man lustig ist. Wichtig ist eben nur dieses Verhältnis 1:1. Und dann entsteht ein neues Wesen, das speziell eben bei irgendeiner Impfung mit Messenger-RNA helfen kann, dass die Information überhaupt nicht ins Genom eingelagert wird und eben verhindern kann, dass im Körper größere Probleme entstehen. Okay, können wir noch mal ganz kurz die sieben Öle der Reihe nach aufzählen? Also ich fange mal an, wie du ja den Prospekt geblendet hast. Wir haben ja da einen entwickelt. Da kann man auch auf der Vereinswebseite dann die PDF dazu runterladen, dass man sich das ausdrucken kann. Und da fangen wir mal hier an der Seite an. Dann sind wir bei der Zitrone. Dann würde hier die Schwarz Tanne kommen, sorry, die Schwarzfichte. Ich verdrehe das immer, weil es ist so verwirrend, dass Fir im Englischen die Tanne ist und Spruce die Fichte, gell? Dann haben wir hier den Teebaum, und dann kommt praktisch die sibirische Tanne, dann kommt die Rosengeranie, das wäre dieser tolle Kardamom, und das wäre das Zimt. Und jetzt haben wir noch eine Frage öfter mal gehabt, weil Zimt in hohen Konzentrationen, also nicht, wenn ich die 2 Tropfen morgens und 2 Tropfen abends nehme, da sagen wir gleich noch mal was dazu, warum die verteilte Einnahme besser ist als auf einmal. Das Zimt kann in hohen Konzentrationen wehenfördernd wirken. Und das heißt, für Schwangere in dem letzten Drittel der Schwangerschaft könnte das Probleme geben, aber nur in hohen Konzentrationen. Und dann kam aus der geistigen Welt die Information, ersetze das Zimt durch das Lavendel. Ja, und Lavendel hat ja auch so eine breit gefächerte Wirkung, und Lavendel blockiert auch die ACE2-Rezeptoren. Ja?
Worum es ja geht, dass man gegen diese Spike-Proteine innerlich sozusagen einen Schutz hat. Ja? Die werden auch abgebaut und leider sind aber diese Bruchstücke der Spike-Proteine und auch die Spike-Proteine selber Blut-Hirn-schrankengängig. Das heißt, wir haben das Unwesen, was die da im Körper treiben, auch im Gehirn mittlerweile mit den entsprechenden Erkrankungen, ja, die da explosionsartig zunehmen. Genau. Und die Stärkung des Immunsystems durch diese sieben Öle, die ist ganz entscheidend, weil das Immunsystem ist ausschließlich mit den Spike-Proteinen beschäftigt und nimmt eigentlich diese normalen Funktionen nicht mehr wahr, wie zum Beispiel diese natürlichen Killerzellen, die jetzt beschäftigt sind, eben Zellen, die an der Oberfläche die Spike-Proteine zeigen. Das ist körperfremd, das wird eliminiert. Also da haben wir auch ein hohen Absterben, eine hohe Rate von absterbenden Zellen, was im Körper auch Probleme macht natürlich. Diese natürlichen Killerzellen, die müssen eigentlich pro Tag 1000 bis 2000 Tumorzellen, Krebszellen, entartete entsorgen. Und das können sie nicht mehr. Und deswegen haben wir auch so eine eigenartige Zunahme von solchen explodierenden Krebserkrankungen, ja, wo die Leute innerhalb von 6 Wochen dann plötzlich weg sind. Also das ist sehr, sehr bedrückend, das Ganze. Das Tolle daran ist aber, dass aus der geistigen Welt dieses Geschenk gekommen ist. Und das nehmen mittlerweile schon etliche tausend Leute, wahrscheinlich schon mehr in Deutschland. Meistens wird auch vergessen, wo es herkommt. Ich würde aber noch nicht mal sagen, es kommt aus meiner Praxis. Natürlich kommt es daher. Und ich habe eben diesen Auftrag bekommen, dass ich sage, mach kein Patent draus, gib es einfach frei, weil es gehört unter die Menschen und es kommt aus der geistigen Welt. Gell? Und ich finde es dann immer schade, wenn irgendjemand hergeht und sagt, das ist meins, weil meins ist es auch nicht. Ich sage immer nur nach oben, danke, danke für diese Inspiration, dass das durch mich da durch durfte. Ja, und immer wieder total spannend, wenn ich das dann so angucke, was das alles kann und die Rückmeldungen. Jetzt muss man in der Konzentration ein bisschen aufpassen. Also bei Säuglingen würde ich nichts innerlich geben, sowieso nicht bei den Ölen, sondern da würden wir hergehen und einprozentigen Rollon machen. Also einprozentig die Rollons, die haben so 10 Milliliter. Und in den 10 Milliliter, wenn da 1 Milliliter Öl drin ist, dann wären wir bei einer 10-prozentigen Lösung. Ja, also dürfen wir nur 0,1 Milliliter Öl reinmachen. Das können wir gar nicht abmessen, aber wir können Tropfen zählen. Also ungefähr 20 Tropfen machen 1 Milliliter. Das heißt, wenn ich 2 Tropfen auf einen Rollon gebe, dann bin ich bei einer 1-prozentigen Lösung. Und dann könnte ich noch beim Säugling noch ein bisschen vorsichtiger sein, also wenn es so Neugeborene sind, dass ich wirklich nur 0,5% nehme, also ein Tropfen auf so ein 10 Milliliter Rollon. Ja, und das löst sich dann natürlich gut. Am besten nimmt man fraktioniertes Kokosöl, weil das wird nicht ranzig und ist sehr hautähnlich. Und dann kann ich das unter die Füßchen rollern. Das finden die Babys sowieso ganz toll. Und dann ist es schon mal ganz gut geschützt. Ja. Ja, Und genau. genau. Und bei Kindern könnte man dann auf 2 Tropfen, also bei Kleinstkindern auf 2 Tropfen gehen. Und wenn die dann so Richtung Kindergarten gehen, dann könnte ich dann so 4 Tropfen oder 5 Tropfen oder auch 10 Tropfen reinmachen, dass ich dann da ein bisschen höher konzentriert komme. Und Erwachsene oder Kinder ab 10, die können das dann auch innerlich nehmen. Und Erwachsene würden 2 Tropfen morgens und abends nehmen. Warum morgens und abends? Weil wir von der Evolution her schon immer uns die Pflanzen einverleibt haben. Die Pflanzen waren vor uns da. Und dadurch, dass wir sie immer schon einverleibt haben, haben wir auch in der Leber die entsprechenden Enzymsysteme, dass die ätherischen Öle insgesamt sehr schnell abgebaut werden. Und das hat den großen Vorteil, dass wir uns im Grunde mit den ätherischen Ölen kaum vergiften können, also nicht zu viel nehmen können. Hat aber den Nachteil, dass natürlich das Erhalten eines Spiegels etwas schwieriger ist, weil eben schnell abgebaut wird. Und deswegen ist so eine Einnahme morgens und abends besser, also 2 Tropfen morgens und 2 Tropfen abends besser als 4 Tropfen auf einen Schlag. Und wenn ich einen Intensivkontakt gehabt habe mit jemandem, der eben zum Beispiel 5-mal geimpft ist,
dann gehe ich auch her und mache zwischendrin noch mal eine Anwendung. Ja. Ich habe Tage, da mag ich die Goldene Sieben sehr gerne trinken. Da schmeckt es mir. Und dann habe Ja. ich aber auch wieder Tage, da stört mich irgendwas. Und dann gehe ich her und sage, nö, ich zwinge mich nicht, ich muss die nicht trinken. Dann mache ich mir die mit etwas fettem Öl unter die Füße. Und sowieso habe ich mir angewöhnt, jeder Patient, der kommt, der kriegt einmal, wenn ich so eine körperliche Behandlung mache, eh die Goldene Sieben auf die Füße. Ja, dann bin ich geschützt und der Patient hat gleichzeitig auch was davon. Und seitdem habe ich auch diese Müdigkeitsattacken und die Vergiftungsattacken und diese sensitiven Störungen habe ich dann auch dadurch nicht mehr. Ja. Ja, wunderbar. Und Andrea, also du hast ja jetzt erzählt, wie man es, also wir wissen jetzt, wie man es mischt in gleichen Teilen, wie man es einnimmt und dass auch Babys es einnehmen dürfen. Du hast gesagt, dass man es morgens und abends mit 2 Tropfen an die Füße kann man das mit Öl machen, aber gibt es noch andere Anwendungsmöglichkeiten? Also es ist schon so, dass ich die ätherischen Öle, vor allen Dingen das Soramin oder die Öle tatsächlich als Substanz in meinen Zellen, an meinen Zellen brauche. Und da ist das Einatmen, also wenn ich es in Diffusor gebe, da hat es nicht ganz so diesen Effekt, weil da geht ja dann der Impuls in das limbische System und vom limbischen System aus werden verschiedene Stoffe ausgeschüttet und die wirken dann. Aber eben nicht die Blockade der ACE2-Rezeptoren. Das heißt, die Goldene 7 ist tatsächlich etwas, das getrunken und das gegessen oder unter die Füße gehört. Ja, also auf die Haut, damit es da reintragen kann, zusammen mit dem fetten Öl. Wenn ich die in den Diffusor gebe, da hat die natürlich auch einen tollen Effekt, weil im limbischen System insgesamt wir besser gestimmt sind durch die Zitrone und natürlich auch die Atemluft desinfiziert wird. Aber es ist nicht so, dass die Öle jetzt direkt die Spike-Proteine kaputt machen. Ja. Man hat jetzt auch in den Impfdosen zu den Covid-Sachen auch relativ viel Graphenoxidhydroxid gefunden. Und da gab es einen tollen Chemiker, der Dr. Novak. Und der hat seine Promotion darüber geschrieben und der sagte eben, das muss man, da muss man schnell oxidieren, das Ganze, damit das nicht im Körper sich zusammenballen kann, weil das sind dann so messerscharfe Mikropartikel, die dann von innen eben auch Kapillaren aufschlitzen können. Da ist wichtig, also die bauen sich im Körper nach 3 Monaten eh ab. Deswegen ist ja auch so propagiert, dass man ständig wieder sich nochmal impfen soll. Und da können die Öle auch gut wirken, aber auch nur innerlich oder auf die Haut aufgetragen, weil sie eben auch alle miteinander starke Oxidationsmittel sind. Ja? Sodass wir da insgesamt, egal um welchen Peak es jetzt da geht und auch, ob ich mich jetzt erwehren kann, so einer Impfung oder nicht, weil da werden wir in Zukunft noch mehr damit konfrontiert sein, ist es eben gut, wenn ich was an der Hand habe, wo ich sagen kann, ich kann mal die Nebeneffekte mal ausschalten, ja, so dass ich mich schütze vor diesen Vergiftungen, die da kommen. Ja. Genau, also das war. Wenn man von der Dosierung guckt, allgemein, sagt die Literatur so 34 Tropfen für den Erwachsenen pro Tag. Ich bin oft bei viel, viel mehr, merke da keinen Unterschied. Das ist aber nur dann in der Eigenverantwortung, weil die Literatur, die sagt natürlich immer vorsichtige Angaben, die nachgewiesenermaßen nicht stören können. Das sind bei Erwachsenen 32 bis 34 Tropfen ätherisches Öl pro Tag und bei Jugendlichen würde man da etwas runtergehen auf die 20 und bei kleineren Kindern würde man dann halt so 10 Tropfen maximal oder 12. Und ich habe aber eine Mutter, eine Rückmeldung, die hat gesagt, ihr kleiner Sohn, 5 Jahre, der rennt immer an die Goldene Sieben hin und der kriegt davon gar nicht genug. Und sie hat ihm dann nach dem 5. Mal, wo er sich dann 2 Tropfen auf die Hand gegeben hat und das abgeschleckt hat, mal die Flasche entrissen.
und war dann ganz panisch und hat bei mir angerufen und sagt, du, wie sieht denn das aus? Und da sage ich, wenn das Kind selbstständig so hingeht, dann sollte man mal der Intuition des Kindes und des Körpers von dem Kind, das ja noch nicht so verbildet ist und über den Kopf so viel versucht zu steuern, nachgeben und sagen, das ist dann offensichtlich die Dosis, die dieses Kind braucht. Ja, da haben wir aber dann so gesagt, na, nach 5 Mal, dann sollte sie das Fläschchen vielleicht mal woanders hinstellen. Ja. Aber das ist sehr interessant. Ja. Und was empfiehlst du allgemein? Du hast ja vorhin schon gesagt, man kann es möglicherweise dauerhaft nehmen, aber was empfiehlst du? Und was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, auf die man achten sollte? Also ich habe bei allen den vielen Leuten, die bei mir angefragt haben und dann angefangen haben, die Goldene 7 zu nehmen, teilweise auch als Spray unter die Nase während der Flugzeugreise, gern, wie man gesagt, sprühst dir lieber auf die Zunge, dann bringt es ein bisschen mehr. Hat niemand irgendwas von irgendwelchen Nebenwirkungen gesagt, ne? Also vom Zimt weiß man, dass der Zimt, wenn er pur auf die Haut aufgetragen wird bei dem einen oder anderen auch mal so eine leichte allergische Reaktion geben kann. Deswegen sagen wir ja auch, auf die Haut wird nur in Kombination mit dem fetten Öl aufgetragen. Dann hat man diese Nebenwirkung nicht. Ich habe auch schon Schwangere gehabt, die auf eigene Verantwortung die Goldene 7 in der Originalzusammensetzung genommen haben, also nicht mit Lavendel. Das gab keine Probleme. Aber das ist eben eine Sache, das kann man, da muss jeder oder jede die Verantwortung selber übernehmen und selber tragen. Ja, also ich bin, wenn ich das zusammenrechne, bei viel mehr als 34 oder 32 Tropfen am Tag. Und ich habe dadurch, dass ich natürlich die Patienten immer mit der goldenen 7 behandle, habe ich das ja auch an den Händen. Das heißt, da geht auch ein Teil zu mir über. Bin ich locker bei 10, 12 Tropfen am Tag, ne? Obwohl ich 2 Tropfen morgens, 2 Tropfen abends, aber dann eben über den Tag verteilt immer noch mal mit den Ölen auch zugange bin. Ja? Und das bekommt mir bestens. Aber das ist eine individuelle Sache und das muss eben auch jeder für sich selber ausprobieren. Genau. Und Andreas, so abschließend möchte ich noch, oder interessiert mich noch, hast du so einen besonderen Erfahrungsbericht aus deiner Praxis, wo du die Goldene 7 empfohlen hast, wo dann, ich sage jetzt mal, zur Steigerung des Immunsystems oder Bewältigung von Gesundheitsproblemen, die du uns mitteilen könntest? Ja, so unglaublich viele Beispiele, dass das alles irgendwie ganz schwierig wird, so einzeln rauszuziehen. Also ein Ehepaar, die beide, glaube ich, dreimal gepikst, die Problematik bekommen hat, er in Richtung Schlaganfall und sie in Richtung Herz- und Atemprobleme. Und man da auch jetzt die Goldene 7 eingesetzt hat und die Probleme sich deutlich verbessert haben. Ja, also deutlich in Richtung, der Schlaganfall war natürlich da. Bisher ist aber dann auch keiner wieder gekommen. Also und die Nebenwirkungen konnte man etwas abfangen, natürlich auch mit anderen Maßnahmen wie Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Und bei der Frau dazu, da war dann eben die Herzproblematik und die Atemproblematik, die hat sich erledigt. Aber es ist wirklich diese dauerhafte Einnahme. Das heißt, sobald es abgesetzt wird, dann geht das Immunsystem runter und dann haben die wieder eine Infektion, Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder solche Sachen. Da sage ich immer, hast du die genommen? Sagt nein, habe ich wieder aufgehört. Dann sage ich nehmen und nochmal nehmen. Ja, und das ist diese gute Botschaft ist, aus der geistigen Welt ist etwas gekommen, wo man sich helfen kann. Die schlechte Nachricht ist, es ist eine Genmanipulation und diese Hilfe ist dauerhaft tagtäglich notwendig. Ja? Wunderbar. Liebe Andrea, ich möchte mich an der Stelle herzlich bei dir für deine umfassenden Antworten, deine wirklich klaren Erläuterungen und den Praxistipps rund um die Goldene 7 bedanken. Es bereitet mir eine wirklich große Freude mit dir zusammen.
in die faszinierende Welt der ätherischen Öle einzutauchen. Und ja, ich hoffe, es begeistert unsere Zuschauer genauso, dir zuzuhören, so wie ich begeistert bin. Und also, du kannst dir sicher sein, dass ich noch viele, viele Fragen habe zu vielen anderen spannenden Themen. Ja, das werden wir immer noch mal weiter ausbauen, gell, Berit? Macht Genau, mir auch sehr viel wunderbar. Freude, weil zu viel Information auf einen Schlag ist auch gar nicht gut, aber immer wieder so ein bisschen was, gell, das ist dann eine schöne Sache. Genau. Dann auf ein baldiges Wiedersehen und bis dahin alles Gute. Ciao. Tschüss, Berit.